So, nochmal das Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus New England. Begrüßen euch meine Wenigkeit und Dominik mit K von MS. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, zum ersten Mal sind wir in dieser Gegend. Wir sehen oder wir hören eine spannende einführungsmusikalische Begleitung. Und wir sehen natürlich das Land hier geprägt mit den ja, schönen Sachen. Untergrund 100% Schotter, denn das kommt gleich mal lesen. Wetter trocken und Regen, das ist ja, glaube ich, bei jeder Rallye so gefühlt. Und ja, wir sehen hier schon Haarnadel, wir sehen Schotter, wir sehen eben auch Laub und wir sehen eben diese schönen bunten Bäumchen hier. Letztes Mal hat Oliver das für sich entscheiden können, hat den Gesamtsieg in Spanien der Asphaltrallye geholt. Jetzt geht es eben zum ersten Mal in der Geschichte von Borussia auch auf Schotter. Hier sehen wir nochmal 7 Punkte sind nach dem einheitlichen Punktewerk. Teamwertung, Zuschauerwerte genau dasselbe. Ich habe nochmal nachgeschaut, jeweils die besten. Jeweils die besten von der. Also beispielsweise jetzt hier bei Horace Evans, Arthur, Oliver und Dieter. Wenn jetzt aber Nico irgendwie trotzdem plötzlich voll machen sollte, dann zählt für sich Nikos Punkte. Deswegen mal gucken, bin ich gespannt, freue mich drauf. Und ja, hier haben wir schon die erste Strecke. 12,86 Kilometer, es geht heute rasant los. 0,00 Meter Änderung. Ob das nicht ein Bug ist, ich mag es irgendwie zu bezweifeln. Aber gut, Beaver Creek Trail Reserve heißt diese wunderschöne Strecke im New England, USA. Und ja. Deine Meinung zu diesem Bäumchen die, hier? Die noch so ein bisschen nach dem Stand einordnen. Die Lobby, richtig. So, wir schalten drauf. Ja, nicht, dass auf einmal der auf diesen ja, VW Polo, der das neueste Fabrikat hier ist, unter allen Fabrikaten. Und ja, Boogie gegen Oliver, das Duell geht in die nächste Runde. In ein paar Sekunden dann auch los. Rallye Nummer 2 von Gesamt-6 in dieser Saison. Einmal losfahren, bitte. So, los geht's. Wir sind hier eben in der Onboard von Boogie, der einen VW, wie schon gesagt, fährt. So, hier geht's rasant rum. Und ja, das sind ganz neue Dimensionen, das darf man mal so sagen. Also, es ist noch nie jemand gefahren bei VW, jetzt zum ersten Mal im Schotter. Wir haben in der Rallye links über die Grafik mitlaufen, die Streckengrafik umso weiter höher, die Fahrzeuge sind umso weiter, haben sie die Strecke zurückgelegt, ganz oben das Ziel. Oben links sehen wir die mitlaufende Zeit, die Live-Timing mit anderen Hinsichten steht. Rechts den Tacho, rechts unten mit Gang, ganz groß, und daneben eben die kmh-Anzeige. Und dieses Halbkreis hin ist ja, die Drehzahl. Das Ganze dann einmal Fahrzeug unterschiedlich oder wie man so definiert, eben in der Mitte unten oder halt eben gar nicht oder halt eben ja, etwas weiter in der Mitte. So, deine Meinung zu seinem Fahrstil? Ja, ziemlich schnell geht er da durch. Auch ziemlich knapp an der Grenze, also ein bisschen verschätzen und schon ist er weg. Aber er macht das ganz gut. Wir sehen hier Hügel, jetzt sehen wir hier Felsen, das ist natürlich immer recht gefährlich, klar. Wir hatten da auch schon aus der E-Sport-Erfahrung, an der E-Sport-Qualifikationsteilnahme, schon gefühlte Unfälle gesehen, die mit Steinen ausgegangen sind. Und hier nimmt er auch schon die Absperrung quasi mit. Jetzt hier einmal nach rechts, wir haben ja in der Mitte oben ne, immer die Sachen mitlaufen, wie immer erklärt, währenddessen wir jetzt zu Christian Reit switchen, der auch für HSR 2 hört im Peugeot, dessen Sicht noch etwas laggy ist. Umso kleiner die Zahl ist, und da eben links oder rechts Kurve ist, umso enger ist die Kurve. Sagen wir hier links 1, das ist eine recht enge Kurve. Links 6 oder 6 links wäre, ja, da kann man Vollgas fahren. So, ja, 6 links, genau. 6 auf der linken Seite, so ungefähr. Genau, 80 und 100, weiß ich gar nicht mal, was das heißt, da habe ich jetzt selbst keine Erfahrung mit gemacht. Mir wurde mal gesagt, dass das die kmh-Anzeige ist. Wenn ihr da irgendwas wisst, liebe Zuschauer, liebe Fahrer, die auch zugucken, dann bitte teilt es uns doch mit. So, hier diese Doppelrechtskurve oder Knick, eher gesagt, jetzt ist man hier quasi nicht ja, unter den Bäumen direkt, man hat eigentlich fast keinen Durchlauf mehr. Und wir schalten weiter natürlich zum Mulchern, ne? Der zweite ja. VW im Bunde. Der schon etwas weiter ist, der ist aktuell 6 Sekunden hinter Boogie. Wir fahren ja in zwei verschiedenen Lobbys, ne? Wie es inzwischen standardgemäß ist. Ja. Juge immer ganz hinten, kommt da nicht mehr, gescheiterter Hugentuppler. Auch schon etwas weiter weg, aber noch eben dran an Mulchern. Wir sind hier auch bei Mulchern, der eben auch so, ja, eigentlich, in die, ja doch, eigentlich nicht eigentlich, sondern in die Top 3 eben es sich einetablieren konnte, auch letztes Mal in Spanien. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie er es jetzt macht. Ja, hab ich schon. Ja, ich bin mal gespannt, ob unser Skoda-Spezialist, der Alex auch mal, ob die Regie den Alex auch mal mit reinbringt. Ja, sehen ihn gar nicht in den Zeitentabellen hier. Allerdings haben wir auch von JBW eine erste Teilnahme dieser Saison mit sich, so soll es ja sein. Hoffen wir schon da auch mal drauf und eben auch mal Dieter Bayer, den wir ja letztes Mal überhaupt nicht gesehen haben, inklusive Nico Thoma. Wobei da ja die Sichten, Nico Thoma und Dike, die waren ja alle komplett kaputt. Also da war so eine Onboard da, aber die war qualitativ, was die Bilder pro Sekunde betrifft, könnte man eher so, ja ich sag mal so 20 Bilder die Minute rechnen. Boah, diese Linkskurve da weg ab, muss auch aufpassen. Bitte?
Ja, eine Dia-Show. Genau. wie man es noch kennt, ne? So, hier, genau. Linkskurve, ja, das stimmt, da muss man aufpassen, dass man da die noch erwischt, so ungefähr. Meister, wie man es noch kennt, aus den F1-Videos, aus der Sicht von Nico. Neubehaft. Das stimmt, oder? So, Pogi zieht weg, das sieht man. Läuft jetzt gleich geschafft, wir haben ja, schon fast 10 Minuten rum, also. Okay. Schon halt, ist, ja. Deiner Joke. Joker, ja, okay. Jetzt kommt eine Haarnadel, genau. Da muss man schön bremsen. Einmal Handbremse rum, Gas geben und, naja, nicht exakt getroffen. Und das hätte ich dann gleich nochmal in grün, dann hier ist es rot eingeblendet. Einmal weg. So, wir sind bei Sendt. Den wir, glaube ich, auch zum ersten Mal in der Saison sehen. So, oder? Ja, fährt dafür Ricola Alpen Racing bei VCR. Ja. Liegt 34 Sekunden hinter Oliver H. Wir sehen ja hier, sind das verschiedene Lobbys eben. Und jetzt ist das bei der Haarnadel. Wir haben gerade Munich angesehen. Oh, und Sendt! Was macht er da? Sendt verbremst sich im Gebüsch. Also, er hat die Kurve überhaupt nicht bekommen. Nee, der hatte Glück, dass da noch ein Auto stand. Das ist natürlich auch kaputt. Wir sehen, die Scheibe hat auch einen Splitter. Also, das ist für Sendt nicht wieder gelaufen. Wir sehen, Nico Thurmann ist da knapp hinter ihm gewesen. Jetzt müsste er, glaube ich, auch vor ihm sein. Ja, müsste. Also, für Sendt läuft es gerade nicht. Wir hatten gerade auch noch einen Abbruch von der Rallye, weil irgendwelche Tonaufnahmen plötzlich abgespielt worden sind. Und hier fliegt Sendt. Wenn wir schon so beim. Da haben Puncher Sendt. Sendt hat vorne links, glaube ich, keinen Reifen mehr jetzt. Hört sich zumindest so an. Jo. Ja, wir gucken drauf und wir sehen, ja, vorne links fehlt da was. Das ist natürlich jetzt richtig schlecht. Entweder eine Minute, das bringt aber auch nicht. Und so zu Ende fahren können wir auch nicht. Also, das ist. Was macht er da? Er hat ja keine Reifen mehr, das ist ja das. Ja, also vorne links nur noch Folge, und das kennen wir auch aus GTA vielleicht. Nein, natürlich nicht, aber vielleicht ein paar andere Gamer kennen das ja, ne? Da ist dann immer recht rutschig in der Regel, wenn die Polizei da auf den Reifen schießt oder man selber auf den Reifen schießt. Deswegen, ja, schlecht natürlich jetzt für Sendt, der ist ja auch schon der Letzte. Sollte auch mit anderen Lobby nicht übereinstimmen. Also, das ist Letzter und wir sehen, tut sich hier gerade verdammt schwer, irgendwie überhaupt mal Halt zu finden. Natürlich, du kannst natürlich einlenken und Gas geben, aber dann wird sich dieses Wegdrehen, ne? dieser Gegenpendler, den schaffst du nicht mehr. So, hier wieder schön unter dem Wald durch. Also, wie schon gesagt, ich bin ja nicht so der Fan von diesem Fall oder von diesen orangenen Blättern und so weiter. Ich mache das eigentlich nicht so, aber nirgendwo hat er dem an sich, wir wissen es, gibt es ja auch rote Exemplare. Wo ist das? 6 rechts. 6 rechts, den könnte man eigentlich voll fahren, der kann sich nicht voll fahren. Dann sieht man schon den großen Abstand, was er hatte auf Oliver H. Richtig. So, Mulchan, hier hinter Boogie immer noch. Jetzt wird spannend. Wir haben ja dann am Ende wieder den kompletten Vergleich, logischerweise. Und ja, auch noch mal da ganz kurze Information. Natürlich, wenn wir irgendwie mehr als 16 Fahrer sein sollten, in einer Rallye, was natürlich möglich ist, aber aktuell nicht, denke ich mal, so sein wird, wenn das in Mulchan sich ja auch mal schon verbremst. Dann müssen wir halt 3 Lobbys aufmachen. Also, das ist kein Problem. So, mal gucken. Boogie ist gleich im Ziel. Und ja, meinte er, ich weiß auch nicht mehr genau, aber jetzt meinte er so, komm, Spanien liegt mir überhaupt nicht. Oder halt eben noch Neuseeland, genau, das kommt dann nächstes Mal. Oder ob er meinte, dass in New England nicht liegen wird. Neuseeland ist immer ähnlich schnell unterwegs, by the way, ist immer eine recht schnelle Rallye, also da fährst du wirklich Vollgas. So, er ist durch, da kommt der Funkspruch. Mulchan fährt einmal schön über den Baumstamm drüber. Mal machen. 6,44, mal gucken, wo eben die anderen sind, die man hier eben nicht sieht. Das ist auch so ein kleiner Spannungsfaktor für die Fahrer jeweils, ne? Weil die nicht wissen, wo ihre direkten Gegner stehen. Da wurde schon dafür gesorgt, dass das nach der Wertung einigermaßen geht. So, ja, bitte anhalten, das wäre sonst lebensmüde. Der Marshall da. Also einmal Stoppstipp. Oh, ich habe so 150 Meter auf dem Dach verbracht oder so. Das ist so, wie es in Autos sieht, noch heile aus. Oh, auf dem Kopf. Und Replay. Oder auch nichts. Ergebnis. So, also Boogie ist 2 Sekunden vor Oliver. Da haben wir einen kleinen Grafikfehler. Das müssten sie tauschen mit Oliver und Mulchan, egal. Das stimmt alles nicht, aber gut. Dieser Bayer, von die Zeiten stimmen aber, ist 4. Dann kommt ihm Christian der Reit. Ne, das stimmt auch nicht alles. Sind ja lustig. Naja, die. Eine Grafik. Also, die Reihenfolge stimmt nicht. Außer vorne. Egal. Schon wieder weg. Auch nicht verkehrt. Naja gut, wir werden hoffentlich dann die richtige Grafik am Ende noch bekommen. So, 6,64, die nächste. 86 Meter Höhenänderung. Fuller Mountain, Descent, diese Namen, die habe ich mir nicht einfach lassen nebenbei. Das ist so vorgeschrieben. So, mittlerer Schotter, grober Schotter. Wir haben in der Anzeige nur Schotter. So, der Polo in seiner grün, gelb, schwarzen Lackierung. Müsste die Mulchern sein, wo wir on board sind. Geht in die nächste Runde.
Etappe. Das wär's ja, wenn's jetzt die falsche Strecke wäre, Alter. Ja, falsche Strecke, okay, auch nicht schlecht. So, los geht's. Geht hier recht vorsichtig ran. Mulchern ist es. Genau. Sicher? Zeigen. Die deuten sich jetzt anscheinend noch über die Strecke. Auch nicht schlecht beim also beim Rallye fahren ist ja eigentlich eine Konzentration pur. Natürlich, ich glaube, man sieht ja, wir fahren ja 110, es ist auf der Rennstrecke, ist es nichts. Der fast ist ja 60 oder schneller in der Regel. Aber und im Vergleich zu Formel 1 370 sind sie nach 316 gefahren, ne? Aber dafür hast du halt eben auf der Rennstrecke auch erstens in der Regel eine breitere Strecke. Asphalt und kein Schotter. Ja, das auch, aber das ist ja gut, ne? Wir haben ja hier Formel 1, normalerweise hat man ja Slicks, ne, auf der Rennstrecke. Hier hat man ja ganz normale, ich sag mal, Rillenreifen. Ne? Rillenreifen. Und dann eben Rallye-Reifen, je nachdem, wie man sieht. Auf jeden Fall ist das so. Hier hast du einen Felsen direkt dran. Also wenn du in Drift kommst, dann bist du in der Regel direkt weg. Ist quasi wie Monaco, nur noch heftiger, wenn in Monaco. Und grüß dich, Oliver. Wir sehen hier die Onboard. Boah. Also die da drüber fliegen, ich meine hier auch nochmal einen Blenden Oliver für den Peugeot 208 GT, glaube ich, müsste heißen, oder GT oder irgendwie sowas. Wir sehen, wie das hier, wie Oliver, der Mann sieht sie, muss man einmal in die Augen gucken, ne? Der ist da sowas von konzentriert, da brauchst du nicht talken nebenbei, das ist unmöglich. Macht auf durch Tour eng und Abzweig 1 links. Macht auf 200. Hier rechts, extra lang, macht auf, 80. 8,8, nur vor Lewis Stewart, der da auch verdammt gut absolut dabei ist. Oh, wie der hier die Feld, wie der hier runterprallt, ne? Einfach nur krass. Klar, schade, dass sich da mal das Lenker in Verfalschung also zeigt, ne? Aber trotzdem, es ist trotzdem, ja, man sieht es, ne? Ja, beide Arme quasi ist. WRC haben wir dann auch ein bisschen komisches Force Feedback. Das ist dann auch schon das Muskeltraining, das weiß ich. Wieder hier am Felsen, am Hügel vorbei geleitet. Das ist echt krass. Wir sind jetzt hier leider kein Tacho, völlig klar. Doch, wir haben sogar ein Tacho innen drin, genau. 102, wenn das so stimmt. Und schön verbremst, da geht der Kopf, da schüttelt der Kopf. Das war's, jetzt haben wir Dreschen rein. Und weiter geht's. Wir sehen ZDK, glaube ich, ist es auch noch irgendwie sowas. Sind da recht nah beieinander. Natürlich kurze Etappe, wir sehen es. Ne? Wir sind gleich im Ziel nach 42. Allerdings sage ich auch ganz klar: in diesen kurzen Rallye, klar, da kannst du, da verlierst du nichts, aber deine Gegner eben auch nicht. Du kannst wirklich auf diese kleinen Feinheiten, wie wann bremse ich später, wie fahre ich manche Kurven an. So einmal durch, das kostet zu minimal Zeit. Geht aber, glaube ich, auch nicht fast besser. Also da glaube ich, ja. Dann sollten sie gleich auf sein, die beiden. 100. Der Boogie und Oliver, wir gucken gleich. Oh, das war's. Ah, Oliver, einmal schon ausgenockt, noch am Ende. Das müsste es dann gekostet haben und da geht. Da schüttelt er den Kopf, da geht die Hand auch an den Kopf. Logisch, dass man sich ärgert. Ach man, so ist ein Bendigo Turman. Ohne Sound, ah, nicht schlecht, der hier im Wald irgendwie rumfährt. Auf jeden Fall nicht auf der Strecke. Extra Runden. Runden, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Dieter Bayer müsste vor ihm ins Ziel kommen, genau. Ja. Auch durch den Wald. Abenteuerlich, das ist ein Baumstamm, Achtung. Alles so Hindernisse, die man so nicht kennt, ja, ich weiß, aber. Er wird ja auch in der LMP2 Liga wieder einen Versuch starten, im Asphalt Racing quasi. So, wird hier zumindest letzter, aber müsste hingehauen haben, so. Mal bitte anhalten. Ja, oder halt auch nicht. Na, Headset. Peugeot, roter Farbe. So. Also, Boogie. Könnt euch mulchern und Oliver den Abstand, ey. Ruhu wird Vierter, erstaunlicherweise. Dann kommt dem JPW. Gönnt euch diesen Abstand zwischen Sint und JPW. Oh. Also auch wieder krass, die beiden vom Nürburgring. Dann Christian Reit, DK, Dieter Bayer, YouGamer, hat sogar in der Zeit und eben Olle, Nico Thoma, genau. Ja, Elfter und Letzter. Gut, so ist es halt nun mal. Wir haben die dritte Rallye hier im Bunde. Sieht alles ein bisschen gleich aus, ich weiß, aber das, gut, ne, das ist nur so ein bisschen, ja, das ist schon alles ein bisschen anders, so.
Ich bin gespannt. Natürlich wegen dem Video von Mark Gamma könnte die Zwischenzeit von den beiden Rallyes jetzt gesamt noch eintippen, aber das machen wir nicht, denn ja. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein System überlegen, wie das funktioniert, denn das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man nicht mal vom Game aus irgendwas hat. So, Nico Thoman macht uns hier ohne Ton leider, also ein Elektroauto, ja, ich weiß, der war schlecht, hier den Start, Etappe Nummer 3 von 4 hier in New England, einmal losfahren bitte unter dem Elonex-Schild durch, geht es los auf die nächste Reise, 6,64 Kilometer müssten es sein, wenn ich gerade noch richtig geguckt habe, so. Einmal diese schöne bunte Landschaft, natürlich, ne, das ist aber halt eben auch sowas. Das hast du auch, eigentlich, ja, gut, in OS schon, aber sonst eigentlich nirgends. Ich weiß nicht, wie du das von der Formel 1 noch weißt, aber eigentlich hast du so nie groß Schatten, ich sag mal, Wechsel, ne, dass plötzlich Schatten ist, nee, dann plötzlich wieder nicht mehr und so weiter. Das kann dir noch beim Rallye-Fahren mit hinzu, deswegen, das ist schon schwierig, das sieht man einfach aus. Wir sind bei JBW, schöne Sicht, sieht nicht aus wie die von Zend, ist sie aber nicht. Ist eben der Revisiert oder auch JBW genannt. Der jetzt gleich durch Spritzwasser fahren wird hier. Mal durch. Der mehrfach Vizemeister auch schon geworden ist, der immer gekämpft hat. Auch gegen Zend, wir haben es gerade gesehen, ne? Heute mal vor Zend in dieser Etappe. Und dabei der fahren eben den Fabia. Hier heute. So, hier geht es nicht nach links, denn viele haben mehrere auch schon im Training gemacht. Das sieht nämlich so aus. Ne? Ist eine Freizone, ja klar. Wenn man und hier, die Brücke ist aber auch recht eng. Aber gut, das sind ja alles Waldwege, ne? Das ist ja nicht direkt. Ne? Irgendwie Hauptverkehrsbindung, hoffe ich mal, dass das jetzt die Hauptverkehrsstraßen sind in New England. Wäre schlecht, wenn. Gibt ja hier so ein paar schöne Städte. Also New England ist ja generell, ist ja kein direkter Bundesstaat, sondern ist eher eine Region. Und da gibt es ja auch solche Städte wie Vermont oder Montpelier. Montpelier ist der kleine, ist die Einwohner, ja, es gibt einfach Einwohnerreich. Hat am wenigsten Einwohner als US-Bundeshauptstadt, wie auch immer. Mit gerade mal, ich glaube sogar unter 9000, genau. Zumindest stammt von 2003. Ist das, das habe ich mir letztes Mal sagen lassen, noch bevor ich hier angereist, oder wo ich hier eben angereist bin. Mit euch hier, ne, habe ich mir mal sagen lassen hier. Deswegen natürlich so wichtig ging das ein bisschen. Klar, schön, alles schön bunt und so weiter, finde ich klar, sieht man ja, ne. Aber auch so ein bisschen verlassen. Oder wie ist deine Meinung? Ja. Oliver Zivek sind ganz hinten, wir sehen es rechts, nicht rechts, das andere rechts, also links in der Einblendung. Was gibt's denn da zu lachen? Gruppe und 5 links, in Achtung, 3 rechts, nicht zu über Gruppe. Du hast halt nicht so mit den Richtungen. Naja, klar. Boah, hier dreht er sich fast. Aber es hängt den Driftboard gut ab, genau. So, jetzt wieder mal rechts abbiegen. Das ist jetzt auch korrekt. Ja, hier schön orange. Oh, 20,2 Sekunden. Naja. 10 Sekunden Dollar. Wir sehen ja dieses Display oben rechts mitlaufen, die Tabellen. Die ja Gott sei Dank nach dieser KI-Einstellung endlich auch da sind, wo man sein soll. Dass nämlich nur die realen Fahrer quasi, ne, vor der eingestellten KI sind. Mhm. Der Rally ist ein Joke, bekommen wir da gerade von Google rein. Auch nicht schlecht. Team Radio. Ja, Team Radio mit Untertiteln. Ich meine gar nicht dich, aber okay, so ungefähr. Ja, der altbekannte Send. Okay, knapp dran. Oliver. Der kämpft natürlich gegen Baum. Und nochmal gegen Baum. Ah, kommt nicht ganz rein. Ja klar, ich meine, das ist halt Asphalt, das kennt man jetzt in Schottland. Kamera ist einfach die beste, heute zumindest. Oder hat nicht so einen guten Empfang, kann man mal so sehen. Ja, ja. Thomas auf jeden Fall vor Zend, das sieht man links in der Grafik. Boah, der Peugeot an seinen Grenzen. Boah, geht da aber ganz ordentlich durch. Oh, aber ja, nicht perfekt. Nee. Ja.
auf durch Tor eng, 120, Cut, 6 links, durch Senke, in 5 rechts, über Kuppe, extra, extra lang, macht auf über Kuppe, 50, mittig halten über Kuppe, 100, links halten über Kuppesprung, 120, Kuppesprung und 5 rechts. In 6 links, don't cut, 100, mittig halten, über Kuppe, großer Sprung, 40, 4 links lang, macht auf, in 6 rechts, 70, 4 rechts lang, macht auf, in 4 links lang, 30, 6 rechts, macht auf lang, in langsam, 6 links, Also Oliver, der fällt hier aber auch mal schon was an, aber gut, als, ich sag mal, am Titel am Wetter, muss man das natürlich können, klar, alles an Testsaison, bla bla bla. 4 rechts, macht zu, 5 links, sehr lang, macht zu 4, Cut. Naja, wie schon gesagt, der Junge hat's drauf, der möchte Rallycross machen, ja. Der möchte auch bei dem Fahren in diesem Segment Rally auch bleiben, ich hoffe, dass das so passieren wird. Der ist durch. Das war verdammt gut und bitte nicht zerhauen. Hat man ja letztes Mal, das waren sie dann noch der Haut da. Das sollte ja, für eine da atmet er erstmal durch. Hier steht den Schweiß weg. 6 Minuten 10. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Sehen noch da Wöllner. Ne, da fährt er noch gefühlt, ne? Wir schauen mal zu. Bei Nico Thoma müsste sein. Hört sich nicht mehr so gesund an. Ah, der ist schon der knallt dauerhaft gegen den Boden, okay. Auch nicht verkehrt. Sieke, oder ist das Nico Thoman? Ich glaube, das müsste Thoman sein. Ah, war doch Dike. Okay. Da ist Dike. War doch wer ganz anders. Das klingt schon interessant, aber gut. Die fahren noch alle in der Wende, sind ja schon... Seit 20 Sekunden im Ziel ist er nicht schlecht. Da ist Send. Der vorne keine Stoßstange mehr hat. Gar nichts mehr irgendwie. Dann lacht Oliver schon. Und die Gunnar hat auch irgendwie gefühlt kein Auto mehr. Nein, das ist so ein bisschen Auto noch. Nummernschild geht noch. Ja, immerhin. Rieble von Send. Oh, na gut. Der Grund für. Oh, die Tür ging auch schon auf hier. Der Grund dafür war anscheinend der Baumstamm, der da mal so blöd lag. Na gut, so passiert's eben. Na gut, Buggy gewinnt. Eine halbe Sekunde vor Oliver, das ist krass. Mulcham wird dann eben Dritter, knapp vor JPW, der ist auch verdammt gut unterwegs gewesen. Die dabei wird 5. DK 6. Thurmann 7. Christian Reit 8. Send 9. Und aufgegeben inzwischen Jogamer, der nimmt nicht mehr teil und der Ruhe bekommt 15 Minuten. Also ich sag mal Strafzeit, beziehungsweise hat jemals Zeit. Wegen Totalschaden, deswegen auch das Release-Joke. So, ja. Letzte Rallye, 6,89 Kilometer lang, 47 Meter in der sichtlichen Höhe. Auch nicht schlecht, Hancock Creek Burst. Naja, mittlerer und grober Schatten. 6 rechts, über Kuppe, extra lang, 30, geht dabei, 30. Ja, haben wir die auch viel noch. Glück. Die ist ein bisschen lauter, die Sicht. Auch nicht vergessen, muss ich ein bisschen brüllen. Aber gut. Hancock. 4, 3, 2, ja, da geht's jetzt noch. 1, gleich schon wieder los. 50, 6 links über Kuppe. Schöne Sicht, ne? 4 rechts. Dann kommen wir ein bisschen mehr einzeln, natürlich auch der Schuppe. Extra lang. Mach zu, 3 an zu regnen. Über Kuppe. Ja, nochmal zum Ende regnet sie ein bisschen. Blaue Himmel trotzdem. Ja, das ist in Cut, 3 ja, rechts lang, macht auf, 6 ja, ja, über Kuppe, 30, geht hier leicht, ist aber leicht. 6 links über Kuppe lang, das passt schon. Achtung, 30, Gabel, 4 rechts durch sehr enges Tor und Kuppe in 6 rechts lang, Wasser, 30, ist auch schon ein bisschen enger hier. 4 links über Kuppe, in Cut, 4 rechts lang, Wasser. In Cut, 5 Auto links, langsam, ja, ja, klar, 30 Gabel, Cut, 4 links, in Kehre rechts, Unter Bodenwäsche immer gut.
50, 6 links, 21, über Brücke eng, 4 rechts. Teilweise die geht. Es ist eigentlich ein, ich sag mal, quadratisches Gebiet. 4 rechts über Kuppe lang. Dreh es aus, dann wenn wir gehen. 4 links lang über Kuppe. 100. Also ganz mit der KI stimmt es jetzt auch nicht. Aber. 6 rechts. Im Großen und Ganzen hat es so, wie die KI eingestellt ist. Über Kuppe extra, dass dann auch extra die lang. Reale Fahrer, sag ich mal, die menschlichen Fahrer vor der KI stehen. Vor der KI stehen und. Vier links, dahinter. Über Kuppe lang. Oh, bei dir dabei. In 5 rechts, über Kuppe, auch nicht zu. Ja, wir sind aktuell auf der 6. Position. 5 rechts, über Welle, bei Schild. Ja, bei dem Blitz natürlich nicht. 4 links. Ja, genau, da kommt die Regenwolke, wir sehen es da. In 5 rechts lang. Ja, sind es wahrscheinlich noch ein bisschen geschockt durch das dauerhafte Team-Radio seines Fahrerkollegens. Und so, da steht zwei Fahrzeuge, wir sind auch mal bei. Ja, müsste Boogie sein. Hat keine Ahnung, ja, ist es Boogie. Ja. Die Einblendung hier unten. Scheiße! Boogie kann zum ersten Mal mischern. Bleib stehen, wir sind an der Warte. Ein bisschen quer. Alles in Ordnung. Ja. Kann Boogie. Oder, ja, bin spannend. Reicht es für Boogie? Kann er heute seinen ersten Sieg einfahren? Denn der Sieg in unserer Sieg und Jugendmann ist raus. Das sehen wir nochmal. Genau. Und Mulchern am Ausrasten. Da gehen natürlich jetzt Emotionen noch, natürlich klar. Bei Religion Hugentubler recht nah dran hier, der Fahrer mit der Nummer 29. 5 links übersprungen. 30, 6 rechts über Kuppe. Die Kurve, dumme Kurve, ja. Jetzt nicht mal. Besser bekommen. Hugentubler verliert gerade ganz schön viel, aber gut. Wie schon gesagt, kann Boogie seinen ersten Sieg holen. Der Gesamtsieg oder der, ja klar, logischerweise ist gestern derjenige, der die, ich sag mal, schnellste Gesamtbestzeit hat, logisch, aber ja. Kann er es eben schaffen? Hier fahren nur noch drei Leute mit in der Lobby, auch nicht schlecht. So, wie sieht's aus? Noch ein paar Meter, oder? Ja doch, ein paar Meter schon. Nochmal eine Haarnadel, die wir in der Mitte erkennen können, gibt mir noch so ein bisschen die Strecke vor. Oh, einmal drüber, genau. So, und jetzt so langsam geht's hier in New England dann doch wieder zu Ende. Die Reise, wir werden, denke ich mal, nochmal öfters herkommen, aber jetzt dann erst einmal nicht mehr. So, da ist das Ziel für Boogie. Schafft er es oder schafft er es nicht? Wir werden es gleich sehen. Warum nicht in den Bauch? Und geht hier erstmal schön durch. 3 Minuten 45. Ich bin gespannt. Wer ist es? Event ist beendet für alle Fahrer. Und es ist Boogie! Boogie gewinnt! So, zum ersten Mal hier in New England und ja, viel passiert. Grüß dich, Mulchern. Ja. Moin. P3 erneut. Am Ende der Gesamtzeit eben der beste. Wie zufrieden bist du vor allem vielleicht auch im Vergleich zu Spanien? Spanien lief auf jeden Fall besser, da war ich deutlich näher dran, das liegt mir einfach besser als die Schotterpisten. Hier hatte ich gegen meinen Teamkollegen keine Chance, aber da war noch eine Menge Fehler drin, die ich gemacht habe. Wenn ich hätte die Konkurrenz nicht so viele Fehler gemacht, da wäre vielleicht nicht mehr so viel drin gewesen. Aber am Ende kann ich mit dem dritten Platz doch zufrieden sein. Die beiden vorne, die hätte ich eh nicht angreifen können, keine Chance. Somit okay, aber mit meiner Leistung war ich eigentlich nicht so sehr zufrieden. Viele Fehler drin gehabt. Okay, ja, natürlich stabilisiert es in der Meisterschaft, P3 logischerweise. Ja gut, Oliver und Boogie sind jetzt Punkte gleich, ne? Da bist du jetzt quasi auch auf P1-Kurs gleich auf. Hinter dir, Dieter Bayer, wird nicht mehr teilnehmen können, vermutlich. Na, DK, okay. Send, also die sind alle so bei 55 Punkten, also auch bist du recht weit weg. Teamwertung ist ein bisschen interessanter, denn da ist Cider jetzt, 18 Punkte sind es, vor HSR 1 in dem Fall. Ja, deine Meinung dazu noch für die Zukunft? Das ist auf jeden Fall wichtig, die WM-Führung da in der Team-WM zu halten. Wenn Bori und ich mal gute Ergebnisse einfahren können, dann denk mal, ist das machbar, da vorne mitzukämpfen. Alles genau, ein kleiner Ausblick auf Neuseeland. Ja, das Training, also wieder Schotter, wird wieder schwer sein, enge Pisten. Ich denke mal, ähnlich wie New England, aber ich hoffe mal auf weniger Fehler. Alles klar, vielen Dank.
Ja, Oliver, letztes Mal am Jubeln und da könnt ihr Jamaikaner und Kanadier, glaube ich, war es gar nichts machen. Die überhaupt nicht mitfahren. Genau. Ja, heute P2 am Ende, oder zwei Plätze gesamt, weil Position gibt es hier so indirekt nicht. Ja, schaut da auch vielleicht im Vergleich Spanien, welchen Unterschied hast du so festgestellt, außer dass du vielleicht ein bisschen mehr rutscht und so weiter und ein bisschen holpriger ist. Ja, deine Rallye bisschen zusammengefasst. Also eigentlich ist es mehr oder weniger so abgelaufen, wie ich es mir gedacht habe vorher, muss ich sagen. Also Bogi für mich der Hauptkonkurrent gewesen, das war mir vorher auch schon klar gewesen. Für mich war nur noch nicht klar, wie tief er vorher gestapelt hatte beim letzten Interview. Weil er da meinte, oh naja, nee, Schotter und aber mir war es eigentlich schon fast klar gewesen. Ich konnte, das ist fast immer meine Ausrede mit nicht viel trainieren und bla bla, man hat halt viel zu tun. Es soll halt keine Ausrede sein. Das war mega Leistung von Bugi, was der da abgeliefert hat. Klar, meine Fehler haben mich dazu gebracht, halt nur Zweiter zu werden. Von daher, ich bin sehr zufrieden mit dem zweiten Platz und herzlichen Glückwunsch da auch nochmal an Bugi für den ersten. Okay. Ja, jetzt bist du in Punkte gleich, noch liegst du vorne. Aber eben ja beide mit einer 1 vorne dran. Die Ausblick. Was ist denn heute mit mir los, ey? Schon bei Mugello-Rennen schon so ein Scheiß kommentiert. Der Ausblick auf Neuseeland. Du bist Punkte gleich. Natürlich musst du jetzt wieder Leistung abgeben und eben vor ihm sein am Ende. Dein Satz an deinen Konkurrenten und auch an uns. Ich bin gespannt. Man hat ja gerade schon gehört, sie haben auf jeden Fall fleißig trainiert, das habe ich nicht, aber die Strecke mag ich generell. Also ich kenne den Verlauf und mag die Streckenführung. Wird spannend werden, glaube ich. Ich glaube, es wird echt spannend werden. Okay, und dann noch kurz die Meinung wegen Teamwertung. 18 Punkte sind ja dann über die jeweils zwei besten positionierten Fahrer in der Wertung zählen da ja von den Punkten her. 18 Punkte sind's. Was denkst du? Dieter natürlich nicht mehr da, ne? Sind wir nur noch Nico dann eben die Frage? Ich glaube, da haben wir keine, sehen wir keine Sonne. Dadurch, dass Bugi und Multian nun in einem Team sind und 2 und 3, beziehungsweise 1, 2 und 3 von uns dreien jetzt hier dominiert wird, wird da nicht viel passieren, glaube ich. Dieter fällt jetzt aus, von daher bin ich quasi alleine, der das HS1-Team mit Punkten versorgt. Ja, glaube ich, herzlichen Glückwunsch an die beiden zur Teambesten. Jetzt schon. Okay, gut, dann bedanke ich mich auch bei dir und mal gucken, wie es nächste Woche ausschauen wird in Neuseeland. Bogi, ja, Glückwunsch zum ersten Sieg. Natürlich zählt nur der Gesamtsieg am Ende auch in unseren Statistiken. Glückwunsch dazu eben. Du hast es geschafft, Oliver zu schlagen in dem Fall. Und ja, Oliver meinte gerade schon, ja, Schotter. Wie ist es denn in deiner Meinung auch im Vergleich zu Spanien gelaufen? Natürlich besser, völlig klar, aber der Unterschied, der würde mich interessieren. Oh, eigentlich lief meine Rallye ganz solide, bis auf kleine Fehler hier und da. Aber nichts allzu Schwerwiegendes. Ich dachte eigentlich, dass ich im letzten Interview gesagt habe, dass Spanien mir nicht so gut lag. Aber vielleicht habe ich da auch Blödsinn geredet, ich weiß nicht. Aber na gut, der nötige Restart, den wir machen mussten, der hat mir erstmal nicht so in die Karten gespielt. Habe ich mich erstmal aufs Dach gelegt beim zweiten Versuch in Etappe 1, aber naja, bis auf kleine Fehler, wie gesagt, war es nicht so schlimm danach und hat ja für den ersten Platz gereicht, also. Ganz, ganz richtig, ja, wenn ich mal so ein bisschen auf die Zeiten gucke, ne? 6,44, 6,46, 3,12, 3,14, 6,9, 6,10, 3,45, 3,49, 19,52, am Ende 20,00, also ja, gesamt eben ja, 8 Sekunden schneller gewesen. Dein Satz, deine Kameransage für eben Neuseeland? Zieht euch warm an, ne? Nee, keine Ahnung. Ja, heute ist kalt. Ja, das stimmt. Okay. Ja. Teamwertung, wäre noch eine Meinung dazu? Ja gut, wie sich das gerade angehört hat, hat die Konkurrenz ja eh schon aufgegeben. Nee, also Mutchen und ich werden auf jeden Fall versuchen, unsere stabilen Ergebnisse so aufrechtzuerhalten und dann das Ding einzutüten, ne? Alles klar, dann viel Spaß beim Plastiksuchen. Ich bedanke mich sehr und ja, Champagner. Alles klar. So, Rennergebnis oder Gesamtetappenergebnis. Eben Bogi gewinnt zum allerersten Mal ein Event bei uns hier für Oliver H. und eben Mulcher. Und Dieter Bayer wird dann im Moment eben Vierter. Dann haben wir jetzt zwei Christian Wright, genau. Schlägt sein Teamkollegen DK, JBW. Zum ersten Mal Rallye wird Siebter. Nico Thurmann schlägt Sand, wird am Ende Achter und Sand wird eben Neunter. Und ja, eben Ruhu aufgrund dieser 15 Minuten Gesamtzeit am Ende wegen dem Totalschaden
eben 10. Ja, 10. und eben, ja, letzter New Gamer eben am Ende aufgegeben, wo man auch keine Angabe etc. hat. Mal gucken. So, sieht jetzt erstmal die Wertung aus. Wir sehen eben Oliver und Boogie sehen Punkte gleich. Von München sind dabei ja DK, Send, Rohu, Nico Turmann, Reit, JBW, Randys, der leider heute nicht teilnehmen konnte. Und eben Flimmer und Alex. Da hinten müsste eigentlich noch jemand sein, aber gut. Ja, Teamwertung, gut, das sind jetzt 18 Punkte. MRL, VHSR und 3SR2. Dann kommt RR bei VHSR, die Abkürzungen. Dann Angel, dann noch Alpina, dann ne, Motorsport bei GSR und eben genau EvoTech Virtual Rally. Das ist das Team von Mac Kusche, der in Neuseeland dann eben zum ersten Mal mit anreisen wird. Also so viel erst einmal dazu. Dominik ist inzwischen schon weg, der ist gerade noch bei den Fahrern am Rumfragen. Neuseeland, nächste Woche dann eben, vielleicht kommt auch noch diese Woche, mal gucken, wie es mit dem Upload-Gedöns ausschaut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wie auch immer. Und ja, mal gucken, wer holt sich den Titel, wer holt den nächsten Sieg? Mekusche als neuer Fahrer, verdammt gut, wo wird er sich einetablieren? Das sind so die Fragen, die wir uns in Neuseeland stellen werden müssen. Tschüss, live hier aus New England.